So. Oh, ich wollte mir eigentlich was zu trinken holen. Na, fuck that shit. Dann eben nicht. Geht das nicht mal ein bisschen schneller hier? So, gibt es hier nochmal was? Nope. Gibt es nicht anscheinend. Na, egal. So, klick. Gucke mal, wir können auch irgendwas machen da drüben. außer vielleicht mal hier rüber gehen und an der Wand laufen. Ach, speichern können wir, sehr gut. Junge, Junge, das war jetzt aber eine ganze Weile kein Speicherstand hier. Speichert. Sonst noch was? Nein. So, hier gibt es auch nichts. Hier können wir nicht runter, sehr gut. Ach, der sieht ja auch sehr gut aus. Och, du Kacke. Ach, ach du heilige Scheiße, das wird ja ganz lustig. Damit ganz lustig meine ich richtig hart nervig. Also übertrieben hart nervig, okay. Den kann ich nicht hochschmeißen. Wir kümmern uns erstmal um das um den Kleinkram. So. Au, 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 du Sau. Und den haben wir. So, aua. Warte mal, Spyro. Ab jetzt übernimmst du. Wäre im Koop zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit, ihn zu klatschen. Wow, was? Leute, das war der schon? Ja. Oh, noch eine Rüstung. Wo kommt die denn jetzt her? So, ja, Rüstungsteil. Was sind da die Beinteile? Und dann haben wir im nächsten Level nämlich die Mega-Rüstung von ihr voll. Du hast neue Rüstung für Cinder gefunden. Auch wenn ich den giftigen Schlag ja mag, weil wir einfach nur abartig viel Schaden machen. Rüstung. Schwalkraft verbessert, ja. Aber eigentlich mag ich den giftigen Schlag sehr gerne. Mal gucken. Ich muss halt gucken, inwiefern ich das dann ausrüste, den Mega-Atem, weil der giftige Schlag. Ich habe echt, man macht echt schon deutlich erhöhten Schaden durch dieses Ding. Also merke ich einfach, sonst dauern die Gegner echt viel länger und das macht echt gut Schaden. Der Schwalatem, den man da kriegt, das ist diese Mini-Ulti, die ich schon mal gegen den Boss benutzt habe. Also da war es die komplette Ulti, aber hier habe ich sie bei den abgeschwächter Version benutzt. Mit dem Dinger, aber die zieht einfach so viel Mana, aber sie basht halt wirklich die Gegner innerhalb von ein paar Sekunden weg. Und das Mana wollte ich noch, genau. Bing. Es wird aber heute auch nicht hell draußen, Grau, grau und mehr als grau. So. Und hier. Oh, die können uns alle hochspringen und abbrechen, unsere Kombos abbrechen. Das ist ziemlich fies. Nee, das machst du bitte nicht jetzt. Ich mache jetzt nämlich so. Scheiße, gell? So. Dann können die mich nämlich mal, die Gegner. Opa, da falsche Taste. Und nehme, oh. Na gut. So machen. Bam. Sehr schön. Noch einen. Dann kriegt Cinder ihr Lebensupgrade. Sehr gut.
bisschen Mana für die Gute noch. Und wir machen das Tor mal schnell auf. So. Ich hänge ja wirklich so ein bisschen an dem Giftschlag. Ich bin ja gerade echt mit mir ein bisschen am Hadern. Aber wir müssen mal gucken, was können wir hier machen und wo können wir weiter. Ich gucke einfach mal hier lang. Oh Gott, nee, ich gehe wieder. Wir dürfen schon wieder mit Diamantkugeln rumhantieren. Juhu. Ich glaube, ich mag die Dinger gar nicht so gerne. So. So. Oh, Slow-Mo klettern. Slow-Mo klettern. Okay. Wo gucken wir zuerst hin? Da ist der XP-Kristall, da gucken wir zuerst hin. Und dann gucke ich mal mich da rechts hin oben noch an. Gucke ich mich rechts oben noch an. Ich deutsche wie so ein Meister. Allerdings, in Anbetracht, dass da eine Kugel liegt, gehe ich mal hier rüber, vielleicht brauche ich sie hier. Oh, Gegner. Ich wollte eigentlich dich packen. Ey, du weichst doch nicht mal in einem Hochschlag aus. Zack. So, hier. Alter, die halten aber jetzt wirklich was aus. So. Alter, wo kommen die 10.000 Punkte her? Wir gucken einfach mal rechts. So. Da geht mir aber fast ein bisschen zu weit hoch. Ah nee, ganz nach oben wollte ich ja noch nicht. Gehe ich doch lieber erstmal hier lang. Und hier kann ich die Wand wieder einreißen, wie es aussieht. So. Ja, wollte ich noch nicht hin. So meinte ich das gar nicht. Na gut. So geht es natürlich auch. Die Wand einfach mal berühren. Spyro kriegt ein Magie-Upgrade. Kleinen Moment. So, bin ich wieder. Meine Mutter war gerade mit mir einen Apfel zu bringen. Hm. Nom, nom, nom. Mmh. Erstmal voll ins Mikro kauen. So. So. Doch, komm, das eine Apfelstück esse ich jetzt. Ha. Ah. Oh. Okay, der braucht... Ist das eine Giftmaske? Sieht so aus wie eine Giftmaske. Wir werden es gleich herausfinden. Ich bezweifle, dass der Schütze so wenig Schaden. Ja, das ist eine Giftmaske. Dann werden wir den auch mit Gift bearbeiten. Ah, macht das dem Schaden? Fällt mir ja mal gerade so auf, wie krank dem das Schaden macht. Oh, scheiße, kein Gift mehr. Kein Mana mehr. So, jetzt aber. Bam. Oh, zack, 20.000 Punkte. Sindar's getting overpowered. Das haben wir so, es passt.
So, fast voll. Ja, ich lasse mal wirklich so ein bisschen hinten dran, aber hatte ich euch ja gesagt, dass ich eigentlich nur Cinder spielen werde. Weil Cinder einfach für mich einen deutlich größeren Faktor, Spaßfaktor hat als Spyro. Nein, ich esse jetzt keinen Apfel. Aus. Pfui. Macht man nicht während einer Aufnahme. Zumindest nicht, wenn das Mikro schon so laut gepegelt ist, dass man das einfach nur hören würde, wenn ich... Man hört es ja schon, wenn ich atme. Okay. Ach, hier brauche ich eine Diamantkugel wahrscheinlich wieder. Ja. Aber cool, dass ich mal zwei verschiedene Wege hatte, um hochzukommen. Aber das war jetzt mal wirklich gerade mit Abstand der schwächste Elite-Gegner. Der kam ja nicht mal zum Angreifen. Aber doch schon, wenn du giftiger Schlag ausgerüstet hast, das Gift voll durchgelevelt hast und dann halt Giftangriffe machst, ist das, glaube ich, schon echt gut. Ich kann dich garantieren, das Gift ist nachher wirklich meiner Meinung nach eins der wichtigsten Dinge, die du brauchst, weil es einfach nachher Gegner gibt, die so viel Leben haben, dann musst du die einfach die ganze Zeit mit Gift angreifen. Weil die nebenher halt auch noch selber einen Schaden prügeln, das ist, oh, echt unschön. Vor allem, wenn da nicht solche Pimp-Elite danach kommt, da kommen nachher nämlich noch richtige Elite-Gegner. Also so richtig Brocken-Elite. Und die werden einen wirklich immer noch zwei hitten, wenn sie treffen. Nein, was sind da? Aus Frust erstmal kurz die Nase putzen. Moment. So. Den Satz kennt er ja schon. So. Boah, ich habe schon 20 GB Spyro aufgenommen, wie es aussieht. Oder 10? Na, irgendwas in dem Dreh. Weiß jetzt gar nicht mehr. Fest. Nein, also warum geht die denn immer nach rechts? So. Ganz vorsichtig, Madame. Hier erwartet uns wahrscheinlich auch gleich wieder der Kampf des Lebens. Ja, sieht so aus. Also wir haben wie viele zwei Rüstungsteile gefunden? Es dürfte eigentlich in Ordnung sein. Wir dürften das Level so weit durch alles gefunden haben. Oh, wir brauchen zwei Kugeln. Okay. Ich bin gerade echt so ein bisschen am Nachdenken, ob wir alles haben. Ach, deswegen gab es da auch zwei Wege zum Hochgehen. So. Wenn ich mich nicht irre, ist es im Singleplayer aber auch so. Oh, Wandlauf funktioniert ja wunderbar. Nee, ist es, glaube ich, im Singleplayer auch so, dass die Charaktere des anderen Charakters, glaube ich, auch automatisch auf Maximum gestellt werden, wenn ich mit dem einen alles voll habe, oder? Zumindest meine ich mal, dass das bei mir so war. Da habe ich, glaube ich, Cinder voll gehabt. Und auf einmal war das eben so, dass das... Ach, leck mich doch. Ich gehe den anderen Weg. War das eben so, dass Spyro-Stats auch auf Max waren, obwohl ich die Skills noch nicht mal alle voll hatte, aber eben wurde angezeigt Maximum. Wenn man alles voll hat, steht unter der Charakterleiste, da eben steht da bei den Elementen MAX, also Max. MAX, ja, MAX. So. Okay, okay. Oh, wir haben schon wieder 15 Minuten. Das ist ja alter Schwede. Geht alle zu schnell. Und hopp. Sehr schön. Aber bevor ich den Kristall da jetzt reinlege, mache ich einen Cut und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Spyro Dawn of the Dragon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis...